6 Teams sind nominiert für den WTT Young Leader Award 2024. Insgesamt 49 Studierendenteams von der Ostschweizer Fachhochschule, haben monatelang an 8 Aufträgen von Schweizer Unternehmen gearbeitet. Die 6 nominierten Teams haben mit ihrer Arbeit die Jury überzeugt. Sie stehen jetzt im Finale um die begehrten Preise in der Kategorie Marktforschung und Managementkonzeption. Spectrapix GmbH ist eine junge Filmproduktionsfirma aus St. Gallen mit Fokus auf Spiel- und Dokumentarfilm. Für die Finanzierung eines Filmprojekts hat sich Spectrapix mit Hilfe von Studierenden einen Überblick über die Förderlandschaft verschaffen. Unser Auftrag war, für die Spectrapix eine Marktforschung zu machen und die Finanzierungsmöglichkeiten im Schweizer Spielfilmwesen zu überprüfen. Spectrapix plant einen Kinofilm. Für diese Produktion hat das Projektteam von der Ost Finanzierungsmöglichkeiten identifiziert und einen konkreten Finanzierungsplan erstellt. Die grösste Herausforderung ist eigentlich für jedes Team, glaube ich, gleich am Anfang. Man kommt in eine völlig neue Branche, wo man nichts weiss. Jeder hat zwar Film gesehen und schaut die auf welchen Kanälen auch immer. Aber was dahinter steckt, bis so ein Film wirklich auf die Beine gestellt wird, da hat man wenig gewusst. Und die Marktstrukturen kennenlernen, die wichtigen Players in dieser Thematik, ich glaube, das war die grosse Herausforderung, um auch nachher effizient zu arbeiten. Mit Hilfe der Auftraggeber haben sich die Studierenden aus der Betriebswirtschaft mit der Schweizer Filmbranche vertraut gemacht. Wir haben uns dazu entschieden, Produzentinnen und Produzenten in der deutschsprachigen Schweiz zu befragen, in einer Online-Umfrage und anschließend auch Interviews zu führen mit Förderinstitutionen aus der Schweiz, um dort natürlich die Meinungen abzuholen und gegenüberzustellen, um dort die bestmögliche Empfehlung an Spectrapix stellen zu können. Die Antworten aus der Umfrage und den Interviews haben gezeigt, wie die Förderanträge am ehesten erfolgreich sind. Unsere Ergebnisse waren, dass wir den Spectrapix einerseits einen Förderleitfaden selber zusammenstellen konnten, wo wir alle Förderinstitutionen aufführen, auflisten, ihnen auch dort rein so ein bisschen Tipps und Tricks geben, wie zum Beispiel, was oft gesagt worden ist, dass man sich klar muss an die Abläufe und an die Fristen halten. Andererseits haben wir auch dürfen Kontaktpersonen angeben, wo wir auch die Interviews damit geführt haben. Andererseits haben wir aber auch aus den Erfahrungen der Produzierenden können lernen, was ist wirklich möglich, beziehungsweise welche Förderinstitutionen es machen überhaupt Sinn zum Anfragen und wo gibt es am meisten Geld. Bei jeder Institution müssen die Anträge bestimmte formale und inhaltliche Vorgaben erfüllen. Der Leitfaden mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Antrag ist darum besonders wertvoll für die Spectrapix. Den Auftrag haben wir aufgrund von einem konkreten, aktuellen Filmprojekt in Auftrag gegeben. Aber so wie es aussieht, werden wir das immer wieder brauchen für weitere Projekte. Und ja, die ersten Schritte haben wir schon gemacht. Also wir haben aufgrund von diesen Handlungsempfehlungen die ersten Einreichungen schon gemacht. Und zwar genau nach deren Anleitung. Und jetzt sind wir am Daumen drücken. Daumen drücken heisst es auch für das Projektteam. Die Studierenden sind mit ihrer Arbeit nominiert für den WTT Young Leader Award. Wir sollten gewinnen, weil wir einerseits als Team einfach perfekt harmoniert haben und andererseits, weil das Projekt mal etwas ganz anderes ist, sehr speziell und auch einen kulturellen Hintergrund hat. Wer gewinnt den WTT Young Leader Award 2024? Die Preisverleihung ist am 28. Oktober in der Turnhalle St. Gallen mit dem Award-Referat von Selma Kujas zum Thema Personal Branding.